Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde in World of Warship. Natürlich wieder mit Zoltman, aber heute ist es eher keine Runde, es ist ein Informationsvideo vom Testserver natürlich. Wir sind wieder hier im Hafen und wieder ist das, ja, sehen wir hier das deutsche U-Boot U69 hier liegen und wir schauen uns mal die Daten an. Es wurde ein bisschen was verändert. Und das möchte ich euch gerne mitteilen. Und da schauen wir mal über diese drei U-Boote rüber. Wir haben eine Überlebensfähigkeit, die ist geblieben bei 8300. Dann haben wir die Torpedowerfer. Haben wir 4x1 und einmal hinten 1x1. Und hier sieht man schon, was sich verändert hat. In meinem Video, was ich euch gezeigt habe und im Gameplay, waren wir noch bei 15.000. Hier sind es nur noch 12.033 Höchstschaden. Und die Ladezeit 40,5 und 6,6 ist, glaube ich, soweit geblieben. Aber hier ist der Schaden der Torpedos verringert worden. Sonar 6,6. Wie gesagt, die Reichweite ist Sonar ja auch von den Torpedos. Ladezeit 8 Sekunden ist auch geblieben. Wirkungsdauer Sonarping 25 Sekunden ist auch geblieben, soweit ich mich erinnern kann. Batteriekapazität ist 410, die ist auch geblieben. Manövrierbarkeit 24 Knoten sind auch geblieben. Unter Wasser 15,6 Knoten, das haben sie nicht verändert. Die Verborgenheit 4,3 ist auch geblieben. Also wird wahrscheinlich hier wurde nur was an den Torpedos verändert. Die S1 der russischen Marine, ihr seht, ist ja für mich auch ein sehr schönes U-Boot. Und hier schauen wir uns das Ganze auch nochmal an. 10.400 ist geblieben. Hier hat man die Torpedos, glaube ich, 8.233, ich glaube, das ist geblieben. Also die hatten 8.000. 8.233 ist bei der S1 geblieben, das kann man schon mal so sagen. 8,7 sind auch geblieben. Sonar, Ladezeit 5 Sekunden. Wirkungsdauer 20 Sekunden. Ich glaube, hier hat man die Ladezeit von 6 auf 5 reduziert. Soweit ich mich erinnern kann. Ich müsste mein eigenes Video nochmal anschauen, aber ich ist nur jetzt überfliege ich das hier mal. Dann wurde die Batteriekapazität ist hier auch 410. Die Manövrierbarkeit 26,3 Knoten. Sie war ja schneller als das deutsche U-Boot, das ist klar. 16,6 scheint mir auch geblieben zu sein. Ich auf die Ruderstellzeit gehe ich jetzt nicht weiter ein. 16,6. Verborgenheit war ein bisschen schlechter. 4,5, das ist auch geblieben. Somit hat man hier die, so wie ich das sehe, die Ladezeit vom Sonarping verkürzt auf 5 Sekunden. Dann haben wir noch das amerikanische U-Boot, die Charlotte oder Calotte. Da gucken wir uns das auch mal an. Sie hatte die meisten HP im Pool. 12.000 sind hier geblieben. Das kann man ja noch erhöhen. Genau, nee, ich hatte ja schon erhöht auf ein bisschen mehr. Dann haben wir die Torpedos. Was haben wir hier geändert? 8.767, wenn ich mich eher nicht irre, waren die bei 10.000. Das heißt, hier hat man auch die Schraube angedreht oder gedreht und hat man ein bisschen verringert bei einer Torpedoreichweite von 10,5 Kilometer. Hinten 2x1, das war ja alles das gleiche. 64 Knoten, das waren ja die schnellsten Torpedos, das hat man nicht geändert. Reichweite Sonarping 10,5 ist klar. Ladezeiten sind 10 Sekunden ist auch geblieben. 35 Sekunden sind auch geblieben. 25 Batterie war. Oh, ich glaube, hier hat man die Batterieeinheit, also von 500, war mir das, waren die nicht auf 510, hat man hier auf 570 angehoben, so wie ich das jetzt hier sehe. Also hier hat man die Batterie ein wenig angehoben. Sonarping war klar, das war alles geblieben. Das waren die. Stimmt, Sonar war das meiste, ja, stimmt. Manövrierbarkeit 24 Knoten, die war eigentlich genauso schnell wie das deutsche U-Boot. Und 15,6, genau. Verborgenheit 4,9 ist auch geblieben. Also hat man hier an der Torpedoschraube gedreht und am Sonar hat man hier. Ne, an der Batterie, sorry, an der Batteriekapazität hat man hier gedreht, wenn mich nicht alles täuscht. Das kann aber auch sein, dass es 570 waren. Ich müsste mir jetzt selbst das andere mal angucken, mein Video.
Aber die Torpedos wurden auf jeden Fall verringert. Auf jeden Fall bei dem Amerikaner und bei dem Deutschen. Bei der S1, da schaue ich auch nochmal rüber, ich glaube, das ist geblieben. Oder man hat da nur ein wenig verändert. 8233, sie hatten nicht die stärksten Torpedos gehabt, aber bei 8000 waren die auch. Egal, jedenfalls, das wollte ich euch nur mal schnell mitteilen. Man hat hier ein bisschen was verändert, ein bisschen dran gestellt. Im Game gehe ich jetzt nicht rein, ich wollte euch erstmal nur die ersten zeigen, diese Übersicht, was sich momentan in dem neuen Patch ein bisschen verändert hat. Das andere gucke ich mir natürlich jetzt nochmal im Game an, oder ich werde einfach mal nochmal sehen, wie das mit den Zerstörern aussieht. Das wollte ich ja noch nachreichen. Also, wie gesagt, in diesem Sinne sage ich erstmal schon wieder auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal in World of Warship natürlich, vielleicht mit den Zerstörern, wenn ich das jetzt nochmal mir genauer angucke. Also bis dahin, euer The Old Man.